Moin, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Update von meinen aufgebrauchten Parfüms. Bevor wir gleich mit dem Update loslegen, ein, zwei Infos, warum es in letzter Zeit wieder keine Videos gegeben hat. Ich glaube, das letzte habt ihr vor einem Monat gesehen und entweder es war das Aufgebraucht-Video oder es war der Food Haul. Aber ich hatte ziemlich viel um Ohren. Bei mir steht zum einen arbeitstechnisch eine Änderung an. Wann die genau jetzt eintritt, weiß ich noch nicht. Es kann jetzt sein, dass es Ende Juli passiert. Es kann aber auch sein, dass es erst Ende September ist. Und ich musste mir halt so 5 bis 8 Gedanken machen. Und dann ist man natürlich auch kopfmäßig ganz woanders als bei YouTube. Und ja, dann zum anderen sind Marco und ich auf Wohnungssuche, was auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und wir müssen mal gucken, wie, was, wo. Ja, haben uns jetzt überall bei den Wohnungsgenossenschaften und so weiter beworben und dann gucken wir mal. Wir hatten jetzt auch schon eine Wohnungsbesichtigung. Die war von der Lage her echt top, hat uns aber leider nicht zugesagt und von daher heißt es weitersuchen. Und wenn wir schon bei Marco sind, er ist ja sehr, sehr oft bei mir und dann möchte ich die Zeit natürlich auch mit ihm genießen und nicht mich hier vor die Kamera setzen und das ein oder andere Video für euch drehen. Weil ich glaube, wenn er selbst hier jetzt auf der Couch sitzen würde, es würde mich sehr nervös machen. So ein Foodhaul geht immer noch, weil ihr da nur meine Hände seht, aber nicht mein Gesicht. Und ein Foodhaul ist halt schnell gedreht, aber das hier, das braucht ja auch ein bisschen Zeit. Ne? Deswegen, und heute schläft er bei sich zu Hause, was also bedeutet, ich habe Zeit für euch ein paar Videos zu drehen. Und ja, dann habe ich für euch jetzt die Parfümsammlung, also nicht die Sammlung, sondern das Aufbrauchprojekt im Gepäck. Denn eigentlich wollte ich euch ja alle 3 Monate ein Update geben. Wir haben jetzt fast Juli, also wird es Zeit. Ich verlinke euch das erste Video davon einmal unten in die Infobox und auch das erste Update. So, falls ihr das halt nicht gesehen habt, dass ihr da nochmal reinschauen könnt. Und ja, also es waren ja noch ein paar Parfüms übrig und ein Bodyspray, das habe ich jetzt komplett leer gemacht. Also die sind auch wirklich alle Anfang Juni leer gegangen. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Dann war meine Überlegung, ob ich aus meiner Sammlung wieder so 4 bis 5 rauspicke und die dann jetzt aufbrauche. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre aber totaler Quatsch, weil ich habe auch noch ganz viele Parfümproben. Und deshalb wird das Video im Anschluss meine Pröbchengeschichte sein, dass ich euch mal zeige, was ich alles hier habe. Und dann ist es auch Ziel, wieder ganz viele Proben dieses Jahr noch aufzubrauchen. Also wird es dann auch ein extra Video geben. Ich sammle die übrigens alle in diesem Pinkbox-Karton. Und was also bedeutet, wir drehen jetzt erst hier das Update mit den ganzen schönen Sachen, die da drin sind. Was ich aufgebraucht habe, gebe nochmal ein bisschen meinen Senf dazu. Und im Anschluss zeige ich euch dann die und dann wandern alle Parfümproben da rein. Und dann werde ich die bis Ende des Jahres aufbrauchen. Und wenn mir davon was super gut gefällt, kommt es auf eine Liste und wird dann nachgekauft. Genau, so machen wir es. Also, dann legen wir mal los. Wir haben hier zum einen das Parfüm von Christina Aguilera in der goldenen Variante. Das ist ein sehr, sehr blumiges, pudriges, schönes Parfüm. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Hatte ich mal von meiner lieben Carina bekommen als Trashy. Und ja, ich mag das. Und wenn ich meine Sammlung sehr verkleinert habe, würde ich mir das auf jeden Fall nachkaufen. Es hat sehr, sehr lange gehalten, auch am Körper und so. Und es roch halt einfach gut. Marco mochte das übrigens auch sehr gerne. Ja, genau, war toll. Gerne wieder. Dann habe ich dieses kleine Body Spray aufgebraucht von Rituals, The Ritual of Karma, Holy Lotus and White Tea. Mochte ich sehr gerne, habe ich noch 2-mal da. Riecht einfach nur elegant, pudrig, sauber. Ich mag das sehr. Ja, könnte ich mich von oben bis unten mit einsprühen. Richtig, richtig gut. Freue ich mich, dass ich es noch ein paar Mal da habe. Dann habe ich das kleine Parfüm jetzt leer gemacht. Das war auch das letzte, was jetzt so leer gegangen ist. Das ist das Tom Taylor Summer. Das hatte ich auch von Carina. Also da ist noch so ein Spuckschluck drin, aber irgendwie kommt da nichts mehr. Das roch auch richtig gut, so richtig nach Sommer. Es war ein bisschen schwerer, aber auch nicht so. Aber so ein leichter Hauch von Sonnencreme. Ich mochte das total. Und als ich das drauf hatte, ich war, wann war ich dann im Büro? Letzte Woche, war ich was ab? Nein, ich habe was hingebracht. Und da waren halt ein paar Kollegen da und die auch alle, oh, du riechst so gut. Und ja, da hatte ich das drauf. Ja, genau. Da ist halt, also ich habe es letzte Woche halt leer gemacht, ne?
Ja, war toll. Würde ich mir nachkaufen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber ich habe noch so viel. Und dann habe ich das kleine Max noch leer gemacht. Ja, das Max Black. Das ist auch ein mega tolles Parfüm. Hatte ich mir letztes Jahr gekauft. Das ist auch so ein pudriger, weiblicher Duft. Also da könnte auch mein Name draufstehen, ne? Ja, würde ich mir und werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal in ein bisschen größer nachkaufen. Feiere ich sehr. Genau, also ich habe das aufgebraucht. Wie gesagt, ich werde jetzt im Anschluss für euch die Proben drehen. Na, ich kann euch ja schon mal einen kleinen Sneak Peek geben. Na, da haben wir. Oh, guck mal. Ah, das sind nur Parfümproben oben. Unten ist dann noch so Make-up und Gesichtspflege und sowas alles. Und die ganzen kleinen, die werde ich dann auf jeden Fall aufbrauchen und versuchen dieses Jahr, die noch alle aufzubrauchen und die landen dann in dieser Tasche. Genau. Ihr Lieben, das war ein kleines, aber schönes und feines Einstiegsvideo. Ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bei eure Foxy.